Jetzt geht schon los, es geht schon. Okay. Warum ich hier gerade einen Eimer hier im Rücken gehabt? So, willkommen zu einer für Minecraft Aquanary Dino. Genau. Heute wollte ich eigentlich. Oh, ich habe unabsichtlich gerade Screenshot gemacht. Wollte ich eigentlich hier. Komme ich hier runter? Genau. Ich wollte eigentlich hier, wieder zum Leonard nämlich auch schauen. Zuerst schaue ich nämlich zu den guten alten, wer ist er? Zu den guten alten. Leonard da drüben. Oh, es donnert. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Oh, da vorne brennt etwas. Ist ja direkt neben mir eingeschlagen. Ich glaube, ich schlafe mal, glaube ich. Das ist irgendwie... So, weil es ist gerade ein bisschen geregnet, deswegen habe ich einfach kurz geschlafen. Ich meine, warum nicht? Geht hier ganz schnell, nämlich. Minecraft ist ein bisschen komisch. Genau, ich habe da vorne jetzt so einen Ventilator gebaut und hier unten eigentlich auch. Ich glaube, den sieht man nicht. Genau. Ich wollte eigentlich hier heute nämlich mein Schaf umbenennen. Die meisten haben Chap unterstrich genannt. Chappy, das ist ein guter Name eigentlich. Chappy, oder Chappy, ja, ich nenne ja auch Chap das Schaf. Genau, und dann nenne ich das Schaf Chap unterstrich, nämlich, gibt's nämlich, wird das Schaf praktisch, das ändert die Farbe, wenn man Chap unterstrich das nennt. So. Chappy, die Chap, Chap, so, genau, ich gehe jetzt mal zu einem guten alten, wer ist das? Ich gehe jetzt mal, ich glaube mein Boot ist irgendwie weg, Redino. Ich crafte kurz ein neues Boot. Ich keine Ahnung, wo jetzt mein Boot ist. Genau, ich crafte schnell ein neues Boot, weil, keine Ahnung, ist irgendwie verschwunden. Spam. So. Es ergibt, ich schaue nämlich, was hier Neues gibt bei den guten alten Wilhelm. Und beim Leonard gibt es wahrscheinlich auch irgendwas Neues, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Er hat gesagt, irgendwie soll ich ihm helfen mit Hausbau, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo mein Boot ist oder so. Keine Ahnung. So, dann schaue ich mal rüber zu den guten alten, was ist das, frage ich mich gerade. Was ist das? Eine zweite Pizzeria, eine Macaroni-Ria, keine Ahnung, ich weiß nicht. Egal, ich schau mal hier rein, ich schau aber zuerst mal zum guten alten Leonard, was auch immer da ist. Hallo, Villager. Ist das ein Bodyguard oder was? Und irgendwie ist jetzt alles sehr grün, ich weiß nicht warum, ist irgendwie Sommer geworden oder so. Egal. So, dann gehen wir jetzt gute alte Bürgermeisterin Dino Haus hier. So, gut, dass du da bist. Okay, gut, dass ich da bin. Gibt's irgendwas Neues? Der Einbrecher bei der Bank soll anscheinend eine Maske und Handschuhe eingehabt haben. Da wird demnächst jedes Haus in der Stadt nach Masken und Handschuhe durchsucht. Ein Bootsmann hat jetzt in unserer Stadt offen. Er verkauft oder vermietet Boote. Du kannst ja mal nachschauen, was er so im Sortiment hat. Ach ja, könntest du mir bitte ein paar Blätter bis morgen bringen? Das kann ich natürlich ja machen. Ein paar Blattery Dinos hier bringen. Genau, dann wollte ich hier schnell zum... Weil ich habe ja 13 Level hier. Wollte ich hier schnell zum guten alten Reinhard, glaube ich, war das. Der hat nämlich so ein Anvil. Genau, dann nehme ich mein Schaf Chap unterstrich. Nämlich. Ich habe jetzt das Name Tag dabei. Nämlich ändert sich nachher das Schaf hier die Farbe. Und keine Ahnung, Chap kann man so Chap, keine Ahnung, wie man da spricht. Mit Chap halt sagen. Genau, das machen wir nachher, wenn wir heimkommen. Geben wir das Name Tag praktisch auf das Schaf. Beim Bankus gibt es ja eigentlich nichts. Ich glaube, hier gibt es auch nichts. Ich glaube, hier hat er keine verkauft. Ich kann hier irgendwie reinbanken. Okay, jetzt bin ich hier drinnen. Gestohlen hat er auch keiner. Nice. So, dann kann ich hier weitergehen. Aber wirklich sonst gibt es ja eigentlich nichts Neues, glaube ich. Oder ist hier irgendwas neu? Ich glaube, da ist auch nichts Neues drinnen. Also daher ist eh egal. Gibt es hier irgendwas für Shops neu? Weil die Polizeistation ist immer noch der eine Typ hier drinnen, glaube ich. Genau, hier wollte ich nämlich auch noch zum guten alten Manfred schauen. Nämlich hatte hier, also, warte mal, bevor Manfred, weil ich wollte eigentlich zum Manfred auch noch schauen, weil, bei Manfred gibt es nämlich, also ich weiß nicht, ob es irgendwas Neues gibt, aber war ich halt noch nicht fast so lange dort und da hat er irgendwie mal gesagt, irgendwas von Wettbewerben. So, Ron, wer bist du? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier sitzt aber viele schöne Dings drin. Okay, hallo mein Junge, ich bin Ron, der Bootsmann. Bei mir kannst du die Boote zu einem günstigen Preis ausbauen. Okay. Das erste Mal ausbauen kostet natürlich nichts. Okay. Lol, warte mal. Sind es Motorboote? Ich glaube, er hat schon einen ausgebaut. Lol, sind Motorboote einfach.
Was ist hier in der Chest drinnen? Gasoline, Gasoline. Natürlich Gasolin oder wie man sagt. Okay, okay. Ich nehme mal, kann ich hier fahren mit dem? Okay, ich kann nicht fahren. Ich nehme mal eins hier mit raus. So, ich nehme mal eins hier mit raus. Nämlich, muss man gleich hier, oder... Ja, rechts seht ihr nämlich, ganz rechts unten beim Bildschirm, seht ihr nämlich so ein F und ein E. Und der Strich ist nämlich beim E. Das heißt, dass, es gibt beim Auto, glaube ich, auch. Das heißt, dass der Tank halt praktisch komplett leer ist und F ist halt komplett voll. Das ist, dazwischen ist halt dazwischen, ja. Und hier muss ich, glaube ich, hier irgendwie einfüllen. Empty steht da auch. Okay, ich muss da irgendwie aufs Boot drauf. So. Jetzt kann ich irgendwie so... Okay, das war's nicht. Ja, jetzt habe ich ja eingefüllt. 1000, was auch immer, das war's. LOL! Man kann halt wirklich... Man kann halt wirklich hier so schnell fahren. LOL, sieht das gerade, sieht Dings hinten, es bewegt sich einfach komplett. LOL, cool. Ich glaube, ich kaufe einfach unbedingt zu uns demnächst. So, schön parken und hier einfach wieder, zurückgehen. So. Also ein Boot ist richtig cool. Ich glaube, ich kaufe mir einfach so eins demnächst. Ich meine, das ist richtig cool hier. Der Villager chillt irgendwie sein Leben hier oben. Keine Ahnung, was der macht. Die Boote kann man, glaube ich, nicht fahren, oder? Wie kostet so eins, glaubt ihr? Ich glaube, das kostet nicht so viel, oder? Ja, ich schätze so 5.000 bis 10.000. Also, das wird sich schon ausgehen. Also, ich habe eh genug. Genau. So, sonst gibt es, glaube ich, nichts. Sondern hier wohnt eigentlich, glaube ich, keiner. Bei der Pizzeria, gibt es da irgendwas Neues, ist die Frage. Pizzeria, Pizzeria Dino, der Typ steht hier immer noch da oben, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Typ. Alles ist chillig. Genau, Pizza könnte ich mir demnächst eigentlich liefern lassen hier. Das ist eigentlich relativ cool. Und genau. Ja, hier gibt es nichts Neues, dann gehe ich mal zum guten alten Leonard rüber. Da ist, oder warte mal, genau, ich wollte noch zum Manfred, dann wollte ich zum Leonard. Leonard, das mache ich zum Schluss, weil Leonard, da macht es halt nie irgendwas aus. Bei dem, so, wollte ich noch zum guten alten Manfred schauen. Hallo Manfred, Archer, kein Archer, Manfred. Hallo junger Mann, heute Nacht gibt es einen Bogenschießwettbewerb. Ich hab's euch gesagt, es gibt sicher einen Wettbewerb, wenn ich hinkomme. Archer Manfred, du kannst gerne mitmachen. Das Preisgeld beträgt rund 20.000 Euro. Ich würde dir aber noch empfehlen, ein bisschen zu trainieren. Es sind zwei Teilnehmer dabei. Du musst einfach so schnell wie möglich, so viele Pfeile wie möglich aufs Ziel schießen. Wenn du gewonnen hast, wird dir ein Brief zugesendet. Und das gilt wahrscheinlich auch oder so. Oder wird das gleiche überwiesen auf die Things? Ich weiß es nicht. Genau, dann schaue ich hier mal. Was gibt's hier? Okay, da haben wir es gut gemacht. Da haben sogar die Dings hier gemacht. Die Linien, oder wie soll ich sagen? Die Linie hier zwischen den Schieß. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Wenn es sich irgendwie auskennt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Weil hier ist nämlich so ein, so eine Linie zwischen Dings. Und da soll man schlecht drauf schießen. Und, ja. Soll ich jetzt, hier das nehmen? Kann ich hier eigentlich drauf schießen? So. Ja. So, dann gehe ich den. Ich gebe den Bogen mal wieder rein. Ich meine, warum denn nicht? Weil sonst. Ja, so, dann passt es hier. Weil sonst. Verschieße ich hier die ganzen Pfeile und ja. Und lol. Es macht einfach ein Esel, glaube ich, mit, oder? Oder steht da nur so Deko da? Nee, zu Deko. Nee. Er steht wahrscheinlich hier einfach da und macht auch mit. Ich meine, warum nicht? Die anderen Teilnehmer kommen wahrscheinlich gleich. Also bald nachher. Aber er hat gesagt, am Abend. Das heißt, es geht sich, glaube ich, perfekt aus, wenn ich jetzt so schnell zu Leonard. Nachher dort wieder nach, zurück zu dem Dings hier fahr oder. Wie soll ich sagen, mit Boot? Ja, egal. Fahr auf jeden Fall, glaube ich, heißt das. Ich glaube, ich kaufe mir auch demnächst hier bei dem guten alten Ron, glaube ich, heiße, ja. Kaufe ich mir demnächst so ein Motorboot, weil das ist richtig cool einfach. Oh, ich bin gerade ausgestiegen, das wollte ich nicht. So ein cooles Motorboot, ja. Das geht ja eigentlich immer, ja. So. Auf welche Stelle zum Leonard. Der hat nämlich wahrscheinlich irgendwas Neues oder wahrscheinlich nicht. Doch, Tatsache, der hat hier irgendwas Neues gebaut. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht so aus wie so eine Art Anfang vom Tempel. Versteht ihr, was ich meine? Oder wird es einfach ein Haus, ein ganz normales? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird ein normales Haus, glaube ich, oder? Wer hat gesagt, vorige Folge, checkt unbedingt rechts beim i oben aus. Vorige Folge. Da hat er nämlich gesagt, dass er ein Haus bauen will. Oder ich ihm irgendwie helfen soll oder so. Und ja, dann schauen wir mal hin, was der so Neues zu sagen hat.
Und das Haus sieht eigentlich, also von der Grundform, oder wie soll ich sagen? Von der Grundform. Schauen wir mal, was der gute alte Leonard hier zu sagen hat. Hier bist du. Schön, dich zu sehen. Kannst du mir demnächst ein bisschen Cobblestone und Holz mitbringen? Wäre nett von dir. Ich habe heute schon ein bisschen mit dem Hausbau angefangen. Okay. Es dauert aber noch eine Weile, bis der Bau fertig ist. Das Haus habe ich schon gesehen, die Grundform oder wie auch immer. Momentan habe ich nämlich gerade erst einen Umriss. Genau, Umriss heißt das. Ja, also es geht schon. Und ich frage mich gerade, was das für ein komischer, mysteriöser Block ist. Weil alle sind so normal und der ist irgendwie... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, keine Ahnung, was es ist. Portal? Nee, es wird kein Portal sein. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was es ist hier. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, hallo. Oh, er sagt es nochmal. Ich weiß nicht warum, aber... Oder? Ja, sagt er nochmal. Egal, ich mache mal so. Egal. Genau. Dann fahre ich jetzt mal, ja, ich weiß es, Leonard. Du hast mir schon erzählt. Ich glaube, Leonard ist irgendwie ein bisschen vergesslich oder so. Ich weiß es nicht. Genau, dann schaue ich jetzt noch schnell rüber hier zu den guten alten, wie heißt nochmal, Manfred, glaube ich. Mach ich schnell, muss nicht ganz schnell sein jetzt. Weil ich ihm kurz Fackeln hatte, dass ihr auch irgendwas seht. Nämlich ist jetzt ein Wettbewerb und ich muss unbedingt schnell jetzt mitmachen. Nämlich, dass ich dann auch hinkomme und irgendwie das Preisgeld nach irgendwie gewinnen kann. Ich überhaupt gewinne, aber ich glaube nicht, dass ich gewinne. Aber gut, gegen Esel, glaube ich, ist es leicht zu gewinnen. Also, ich weiß es nicht. Also von daher passt das eigentlich alles. So, dann gehe ich hier schnell. So. Jetzt hier ganz schnell, ganz schnell zu den guten alten Dings hier. Den guten alten Manfred. So, jetzt hier schnell hinten rein. Und hier. So, und bam, ich höre schon was. Hier macht einfach ein Slime. Also ein Slime hier einfach mitmacht. Und der ist das hier. Wow! Oh mein Gott, der schießt mich an. Oder? Schießt er? Wow, doch, Tatsache, er schießt. Oh mein Gott. Okay, der schießt. Er ist nämlich, glaube ich, schon aggressiv. Und hallo, Slime. Hallo. Ich glaube, du solltest schießen, Slime. Ich glaube, es geht instant los. Also mach ich einfach so. Bam. Und ich sehe gerade, der Typ da vorne schießt auch schon. So, bam. Bam. Auch so viele Pfeile wie möglich. Ich habe einen nicht getroffen. Also macht aber, glaube ich, nichts. So, bam, bam, bam. Oder kann ich hier drüben nicht auch drauf schießen? Ja, Tatsache, ich kann überall drauf schießen. Egal, haben die halt auch einen Punkt. Das passt schon irgendwie. So, ich habe jetzt einen Pfeil oder ich habe zwei Pfeile daneben. Hier geschossen. Oh, oh, jetzt sind schon ein paar mehr Pfeile. So. Gleich haben wir alle. So, da oben noch ein bisschen. Ich muss immer komplett durchziehen. Nice. Gleich haben wir alle. Ich glaube, am meisten. So ein Bandit. Ich glaube, der schießt nämlich, glaube ich, auch ganz Zeit hier. Es geht nämlich nicht. Und Slime, du nervst ein bisschen. Böser Slime. Böser Slime. Au. Ja. Ah. Böser Slime. Nein, jetzt sind doch mehr Slimes. Ich mache halt kurz den Minecraft-Sound da runter. Ist nämlich gerade ein bisschen laut, aber egal. So, dann mach ich so. Ich hab gleich alle Pfeile und ja, jetzt sind alle Pfeile oben. Der Bandit da vorne schießt, glaube ich, immer noch, weil es immer noch so blinkt. Leg mal den Bogen wieder rein und ja, dann mach ich mir mal am Heimweg. Aber das war wirklich, Manfred. Ich hoffe, ich gewinne, wirklich. Weil ein Typ hier, der, wie heißt er, der, der ist da. Der Bandit oder so, der hat nämlich auch relativ schnell geschossen, der hat nämlich eine Waffe oder so gehabt, ich weiß es nicht. Man hat, ja, der hat irgendwie auch relativ schnell geschossen. Aber ich habe auch relativ schnell geschossen, aber den irgendwie mit einer kleinen Pistole geschossen. Also es ist nicht irgendwie unfair, Leute, wenn ihr so ein Typ mit einer Pistole kommt und du musst einfach mit dem Bogen schießen, das ist ja übelst unfair, oder? Egal, eine Pistole schießt praktisch auch, glaube ich, schneller, also nachdem. Egal, wenn wir gewinnen, dann haben wir entweder waren wir extrem gut oder mit extrem Glück gehabt, weil der eine Typ irgendwie nicht so schnell geschossen hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge Minecraft Aquanary Dino. Genau, das Geld gebe ich, glaube ich, nächste Folge. Genau, ich wollte auch mal ein Schaf hier Chap nennen.
Jabby, die Jab, Jab. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Ich glaube schon. Komm mal her, Schaf. Jab und ja, es wechselt einfach die Farbe jetzt. Jabby, die Jab, Jab. So, ich hoffe, Jab hat ja eine schöne Zeit. Apropos Jab hier, ich muss hier schnell. Hier ist nämlich viel eine Fackel, weil jetzt ist hier alle dunkel beim Jabby, Jab, Jab drinnen. So, dann gehe ich ja hoch und ja, dann würde ich mal sagen, es war's die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da hier. Lege ich mich noch schnell hier ins Bett. Warte, wie geht das? So. Ja, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft, wie ich da liegt. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft Aquanaray Dino. Und ja, ciao.